بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk und mit der 9. Lektion, الدرس التاسع. Al-Kitaba. Das Schreiben. لاحظ ماكا. نكتب من اليمين إلى اليسار هكذا. Wir schreiben von rechts nach links. يمين heißt recht und يسار heißt links. Und will eben hier sagen, dass man die Buchstaben von rechts nach links schreibt. Danach fordert أعد بالرسم على النقاط. Also wiederhole das Malen auf den Punkten. Und möchte eben, dass wir den Pfeil nachmalen. Dann b. Nektubu, wir schreiben, min a'la ila asfal, von oben nach unten. Hakada, so. Und hat dann die Pfeile hier. Dann sagt a'id bil-rasmi ala niqat. Also wiederhole das Malen auf den Buchstaben oder auf den Punkten. Und möchte dann eben sagen, dass die Buchstaben von oben nach unten geschrieben werden. Und dann, wenn man zwei Buchstaben zum Beispiel verbindet, von rechts nach links. Al-an, jetzt, a'id bil-rasmi ala al-niqat, min a'la ila asfal, wa min al-yamini ila al-yasar. Und jetzt wiederhole das Malen auf den Punkten von oben nach unten und von rechts nach links. Und dann haben wir eben hier den Lam zum Beispiel. Und den sollen wir dann eben von oben nach unten und dann nachher von rechts nach links malen. Auf der nächsten Seite haben wir dann einige Buchstaben. Al-Ard, die Präsentation. Und wir haben Alif, Dal, Zal, drei Buchstaben. Und will uns hier zeigen, wie der Alif am Anfang, fil Bidaya, in der Mitte, Filosat, am Ende, Filachir, ist. Und den Dal genauso und den Dal genauso. Und hat uns einige Beispiele gegeben, wie zum Beispiel Anna, was ich heißt. Sa'ala, was er fragt heißt. Tawadda'a, was zum Wudu waschen heißt, von El-Wudu. Dar, was Haus heißt. Und man kann auch Beit sagen, zum Beispiel. Mudarris, Lehrer. Wahid, eins. Zahaba, gehen. Hadihi, das für männlich. Ladith, lecker. At-tadribu al-awwal. Mur biqalamika ala al-harf. Also, gehe mit dem Stift auf den Buchstaben. Und wir haben dann den Elif, den Dal und den Zal. Und wie gesagt, von oben nach unten. Und von rechts nach links. Und dann At-Tadrib Al-Thani Insach, kopieren. Ohne Punkte zu haben. Dann haben wir At-Tadrib Al-Thalith. Mur biqalamika ala al-Kalima. Also gehe mit dem Stift auf das Wort. At-Tadrib Al-Rabi' Insach, kopieren. Und das sind eben hier die Aufgaben beim Schreiben. Dann haben wir Al-Ard Ba, die zweite Präsentation. Ra, Za, Wow. Diese drei Buchstaben. Und genauso am Anfang, in der Mitte, am Ende. Fil-Awwal, Fil-Wasat, Fil-Akhir. Und haben dann das Wort zum Beispiel Ra's, was Kopf heißt. Turki, Türke. Bichairin, gut. Und dann Zainab, Azm, was entschlossen heißt, Entschlossenheit heißt. Aziz, wie erhaben. Wasahlan, von Ahlan Wasahlan, was herzlich willkommen heißt. Khawla, ein Name für eine Frau. Hua, er. Und genauso hier At-Tadrib. Al-Awwal, mur biqalamika ala al-harf. Gehe mit dem Stift auf den Buchstaben. Thumma,
انسخ كوبيرا. التدريب الثالث مر بقلمك على الكلمة جي مت شتفت اوف تن اوف تسوات وندن انسخ. Auf der letzten Seite haben wir dann التدريب الخامس Aufgabe 5 لاحظ merke واعد على النقاط und wiederhole auf den Punkten. Und wir haben dann den Elif, den Dal, Zal, Ra, Za, Wau, Wau. Und genauso sollen wir dann unten aufschreiben. التدريب السادس ارسم دائرة male einen Kreis حول الحرف den Buchstaben المكرر der wiederholt ist في كل مجموعة in jeder Gruppe واحد دال را ذا دا das was wiederholt ist sollen wir einkreisen اثنين دال ذا 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 ثلاثة دا دل واو واو را أربعة دل را ز را. التدريب السابع اكتب في الدائرة schreibe im Kreis الحرف den Buchstaben الذي تبدأ به الكلمات mit dem das Wort anfängt. Wir haben أخ was Bruder heißt أربعة vier أين wo أهلا herzlich willkommen oder ein Teil von herzlich willkommen. Den ersten Buchstaben sollen wir im Kreis schreiben. Genauso hier. واحد, eins. وعليكم, und auf euch. وسهلا, das zweite Teil von herzlich willkommen. وما, und was. Natürlich, ما hat mehrere Bedeutungen. ما könnte als nicht bezeichnet werden oder übersetzt werden. Und das zum Beispiel als Konnektor. التدريب الثامن اكتب في الدائرة الحرف الذي تنتهي به الكلمات schreib im Kreis den Buchstaben mit dem das Wort zu Ende geht تنتهي als erstes hatten wir تبدأ und dann تنتهي ich hoffe ihr schreibt diese Wörter diese neuen Wörter auf خالد ein Name الحمد das Lob واحد eins محمد بخير gut مصر Ägypten فجر das Morgengebet oder die Morgendämmerung بدر Vollmond und hier bleiben wir inshallah stehen ربنا عافنا والحمد لله رب العالمين ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة